Drop this bass. Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Engine mit mir, dem Kiosch. So, hier tun wir ja immer gerade noch Eisen schmelzen. Denn ich möchte ja erstmal eine Lumber-Ex machen, am liebsten aus Ton, damit wir hier nämlich ein bisschen Holz farmen können. Für unsere Sachen. Und ich muss gerade gucken, unser Tannenbaum hat anscheinend wirklich keinen Sapling gedroppt. So ein Honk. Das heißt für mich, ich muss mir ja wieder wispen. Ging das so? Ja, weil da können wir nämlich immer mal welche raushauen. Ich möchte allerdings am versuchen, nicht die Wisp Höllenhund, dann können wir so weiter kommen, nämlich immer schneller wieder zurück. So, ich guck mal, dass ich gleich noch eine Schere mache. Tin. Wo hab ich jetzt das Eisen gelassen? Nur noch drei? Willy? Nee, jetzt kommt's ja langsam. Wir haben noch Mittag. So, und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch einen. Oder gleich Vierer haben. Wo waren die jetzt? Ha. Gute Frage, nächste Frage. Aber wir haben ja Tigerwood. Das ist eigentlich auch ein schönes dunkles Holz. Jo. Und da haben wir ja schon einen Sapling. Okay, ein Sapling langt mir. Jetzt brauche ich nämlich noch ein bisschen Spruce Wood. Stehen die da oben? Ne, das war ja das Totem. Was noch keiner abgebaut hat. So, gucken wir erstmal schnell nach einem Spruce Wood, die wir ja brauchen. Jetzt kann ich eigentlich mal gucken, wie weit es nice ist. Ich dachte mal, da muss ich ja in die Richtung, ja. Da standen ja rein theoretisch gesehen auch noch ein paar Spruce Woods. In der Zwischenzeit kann man doch mal was essen. Auf jeden Fall ist es so schon mal angenehmer zu reißen. In der Wisp-Form. Da haben wir noch einen Spruce. Oh. Ach ja, da wollte ja so eine Hühnerform machen, deswegen. Ach gut. Oh, er könnte aber wiederum mal seine Creeper-Löcher füllen. Also ich würde sagen, immer Creeper-Löcher füllen. Sonst wird es hier ein bisschen mit der Zeit miserabel aussehen. Hey, das ist bloß Leaf. Ah, da hat ja sein Kumpel das alles angebaut. Was hat er denn da schon wieder gebaut? Nur Bären. Nur Bären. Was haben wir hier? Horsepress. Bräuchte aber am liebsten. Ja, Spruce Seeds, Saplings. Und da steht noch einer. Ja, dann müssen wir mal so, machen wir es gleich so. Schlimm. Und ja, eine Kuh haben wir ja auch noch. Da war ja was. So. Drei. Da möchte ich mich am liebsten versuchen, dann gleich einen Riesenbaum zu machen. Jawohl. Ein paar Knochen haben wir ja noch. Da geht das schon mal angenehmer voran. Das Gummibäume hier. Rubber Leaf. Flammerglück, weil das werden wir auch noch benötigen. Jawohl. Gut. Das ist eigentlich die simpelste Variante, um mal schnell ein paar Bäume zu Baumsetzlinge zu bekommen. Zunge, mach's mir nicht so schwer. Und wir sind ja schon wieder zu Hause. Da können wir nämlich wieder zurückmorphen.
Wir gucken mal schnell nach unseren Knochen. Ja. Ich glaube, wir machen es gleich mal alle. Nö, ich möchte gern das versuchen. Hat jetzt nicht geklappt, muss ich wieder warten. So, wir brauchten auf jeden Fall für eine Toolstation oder Tool Forge braucht mir 4 Eisenblöcke. Die dürften wir jetzt haben. Und es wird gerade Nacht, also gehen wir nach schnell schlafen. Ach, gut, die Nacht kann man jetzt immer überschlafen aktuell. So, machen wir es mal 4 Eisenblöcke. Da hatte ich die aufgehoben. Skystone. Nö. So, dann machen wir einfach das ganze Eisen hier durch. Dann haben wir erstmal wieder Cobblestone rein. So, 3-4 Stacks. So, okay. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden mit den Bricks. So, was machen wir dann in der Zwischenzeit? Ich könnte ein paar, zumindest die hier schon wieder mit anfällen, damit wir ein paar Carpenters Blocks machen können. Und den Tiger Woods Sapling einpflanzen. Den pflanze ich mal kurz hier hin. Okay, die Kate mal bitte schneller. Ich will da was probieren. So, und dafür brauchen wir halt tonnenweise Sticks. Ne, das war falsch. Das war falsch, ich brauche die. Open Blocks, du weißt jetzt gerade nicht, wofür ich die gebrauchen kann. Verdammt. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Carpenter's Hammer. Den. Einen Schlüssel brauchen wir jetzt nicht. Weil. Wir machen uns erstmal nicht. Ein paar Stufen. Und dann können wir erstmal kurz was zeigen, weil da können wir uns nämlich hier eine schöne Decke. Ne, wie mache ich das? Die Pfeiler können wir ja. Ich brauche noch von den Stone welchen. Habe ich noch ein bisschen Dent Stones? Ja, habe ich. Habe ich irgendwas zum Hochbauen? Ja, Leaves. Gut, die gehen immer. Okay, weil es hier kommt auf jeden Fall. Aber die noch hin. Und dann kommt hier drüben wieder unseren schönen Tree. Meine Güte. Und dann wollte ich am liebsten das so machen. Aber das werde ich jetzt doch nicht so machen, weil da werde ich dann eher den Spruce direkt hier dran. Und dann die wieder fällen. So machen. Nein. Ach Mann. Stufen setzen. Nicht gerade einfach. So. Und dann wollte ich das am liebsten mit den Carpenters hier. Hier lang. Und jetzt mal ganz kurz mit dem Hammer. Flach gemacht. Und wenn wir die nämlich dann dran setzen, tun die sich weiter verbinden. So dass wir hier dann eine. Ich habe keinen Oakwood mehr. Ich hole Birne. Also müsste ich mir bald mal eine Baumfarm machen. Okay. Nächstes Ziel, Baumfarm. Aber jetzt haben wir noch ein paar Bäume hier in der Nähe. Da geht das. Sonst hätten wir Probleme en masse.
Aber sowas von, aber haben wir ja nicht. Ach ja, ich will immer wieder. Was haben wir denn hier? Wird das so ein komisches Vieh? Und ja. Öl. Okay, wir haben eine eigene Ölform. Plantage. Hey, da sind wir noch nicht gewachsen. Schade, ne? Aber ich wollte das ja so kurz demonstrieren. Und zwar nehmen wir uns dann halt das Oakwood und können das hier so dran setzen. Und da haben wir eine schöne Decke gleich. Und vor allen Dingen geht es dann so schön dezent abwärts. Wir hätten auch die Schrägen nehmen können. Aber das wollte ich jetzt nicht so. Dann machen wir lieber die hier. Und dann müssen wir halt die noch mit Sprucewood machen. Ach ja, das ist ja der. Hat er sich den Baum noch größer gemacht? Oder ist das der mit den Kometen? Ja, das ist der mit den Kometen. Da wurde, glaube ich, ein bisschen abgesenzt. Okay. Da hat er ja Glück gehabt, dass er den erwischt hat. Nicht erwischt hat. Okay, da müssen wir ja schon mal, wie wir das Haus bauen werden. Es kann auch sein, dass ich jetzt hier schon wieder meine größenwahnsinnigen Vorstellungen hier wieder in Grund und Boden reiße. Aber mal schauen. Ich bin jetzt noch nicht bis. Ich weiß jetzt noch nicht, wie groß ich den Raum führen. Okay, das müsste eigentlich lang fürs Enderportal. Enderportal. Schönes Enderportal, oder? So. Und dann kommt hier wieder unser Wut hin. Und ich muss eindeutig mir bald einen Cobblestone Generator. Haben wir hier eine Node? Ja, wir können uns eine Transfer Node machen und uns Cobblestone ranholen. Brauchen wir nicht mehr farmen gehen. Brauchen wir bloß einen Eimer Lava. Einen Cobblestone so oder so. Da. Und den werden wir hier drin reinbauen. So, das ist ja noch ein All und unserem Chunk drin, also wäre ich den eher. Ja, ich lasse den hier drin. Den können wir ja dann schöner bauen. Ja, super. Jetzt muss ich das mit der Pickaxe machen. Dazu Fuhr getroppt, okay. Entschuldigung, ich habe gerade keine Schaufel zur Hand. Das ist ja verzeihbar. Okay, da haben wir jetzt noch den Eimer Lava und noch unseren Wasser. Und dann beenden wir auch die Folge und dann machen wir das andere dann spannendere in der nächsten Folge. Ja, das ist dann eher mal so dann. Ja, wir tun uns jetzt hier langsam das Haus zusammen zu schustern. Okay, dann die Smeltery können wir alles so einbeziehen. Okay, warum laufe ich? Ich wollte, da ist ja unser Plan für die, für den Cobblestone Generator. Semi-automatisch. Da müssen wir noch einen Jabba bauen. Und ja, aber da würde ich mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Sag ich hier an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten halte ich in dem Sinne. Haut rein und bis demnächst. Also morgen.